Guten Morgen, kurz vor Jahresende doch noch einen Nachtrag. Und zwar, es geht um das Thema Erdöl und Erdgas, dieses Narrativ, was uns da ständig erzählt wird. Es käme ja alles von irgendwelchen Biomassen, die unter starker Kompression in der Erde dann Erdöl bilden und Kohle, Steinkohle bilden und alles solche Dinge und alles solche Dinge. Ich wusste es schon vor Jahren, und zwar war ich auf der Suche nach diesem Buch, The Deep Hot Biosphere. Und zwar hat es ein gewisser Thomas Gold geschrieben, und das ist in meinen Augen ein sehr kluger Kopf, aber nicht nur in meinen Augen, sondern auch in anderen Augen. Ich komme gleich drauf. Wie bin ich drauf gekommen? Ich wurde nochmals auf dieses Video hier aufmerksam gemacht, und da habe ich mich erinnert. Ich habe das damals schon, habe mich damals schon gefreut, habe das Video gesehen. Es hat jetzt 196.000 Aufrufe. Ich werde das alles verlinken. Und zwar: Erdöl ist knapp, enthüllendes Interview mit Konrad Fischer. Konrad Fischer erzählt es ganz locker. Der fasst praktisch das Buch zusammen. Die 5 Minuten, die lohnen sich absolut. Ich hatte allerdings auch dieses Video gesehen. Herkunft von Erdöl, die CO2-Lüge von Professor Dr. Ing. Konstantin Meil. Der geht auch darauf ein, geht auch noch ein bisschen weiter. Also beides verlinke ich euch, das ist nicht das Problem. Und vielleicht habt ihr auch Lust, jetzt dieses Buch zu lesen. Ich habe damals einen Suchauftrag bei Amazon gegeben. Es war nicht an Land zu kriegen, und nach 2 Jahren habe ich es aufgegeben. Der Gebrauchpreis stieg schon mittlerweile, das ist in Deutsch übersetzt, stieg mittlerweile auf 160, 170 Euro. Ich hätte es trotzdem gekauft, aber jetzt glücklicherweise, als ich erinnert wurde, habe ich natürlich gestern Abend sofort auch dieses Buch noch auf Telegram hochgeladen, sodass man es da laden kann. Auch dazu den Link. So, jetzt sind wir bei dem eigentlichen Buch, und ich gehe mal kurz auf das Nachwort ein. Und zwar das Nachwort vom Autor, von Thomas Gold selber. Seit der Erstveröffentlichung dieses Buches im Dezember 1998 bin ich nur noch mehr davon überzeugt, dass es sich bei Erdöl und Steinkohle nicht um fossile Rückstände handelt, die sich von der Erdoberfläche in ihre unterirdischen Ruheplätze vorgearbeitet haben. Ist auch irgendwie unlogisch, ne? Wo soll das ganze Material herkommen, was dann letzten Endes schon ewig ausgebeutet wird? Naja. Diese weithin akzeptierte Sichtweise ihres biogenen Ursprungs ist meiner Meinung nach falsch. Kurze Anmerkung nochmal. Lomonosov? Auf jeden Fall ein russischer Wissenschaftler hat das gesagt, weil ja, in der Braunkohle, da ist es klar, da sieht man viele alte Holzstückchen, und in der Steinkohle sollte es auch so gewesen sein, und im Erdöl wurden auch wohl irgendwelche Dinge gefunden, die auf Biomasse rückschließen lassen, und das hat man in der Schule so gelehrt. Ich habe das die ganze Zeit auch geglaubt. Ich war vor 5 oder 6, 7, 8 Jahren dann bei diesem Video, was ich eben angesprochen hatte, sehr überrascht. Und mittlerweile, es ist logisch. Aber nochmal zurück zum Nachwort, das sagt im Prinzip sehr viel. Und dann die Videos, die könnt ihr euch dann selber anschauen. Dieses Buch schlägt eine Alternative vor, nämlich, dass die massiven Kohlenwasserstoffreserven der Erde abiogen sind, dass sie Teil der in Anführungsstrichen Ursuppe waren, aus der unser Planet entstanden ist, und dass sie bis heute in Hülle und Fülle tief im Inneren unseres Planeten vorhanden sind und weiterhin zur Oberfläche aufsteigen. Erstens ist es für mich ziemlich offensichtlich geworden, dass die Menge an Steinkohle und Erdöl und insbesondere deren Erdgaskomponente Methan weitaus größer ist, als durch irgendeine Theorie erklärt werden könnte, die von vergrabenen biologischen Trümmern abhängt. Zweitens wurden und werden Erdöl und Methan an Orten auf der Erde gefunden, zu denen es oberirdische biologische Überreste nie Zugang hatten. Drittens findet man an diesen Stellen keine der anderen Rückstände, die man bei der Anwesenheit von biogenen Kohlenwasserstoffen erwarten würde. Und viertens, und das ist vielleicht am bezeichnendsten, ist man sich mittlerweile einig, dass es auf vielen anderen Körpern in unserem Sonnensystem
einen reichhaltigen Vorrat an Kohlenwasserstoffen gibt, bei denen kein biologischer Ursprung an der Oberfläche vermutet werden kann. Puh! Dass es sich bei Thomas Gold nicht um irgendeinen Spinner handelt, sagen auch andere Quellen. Letzten Endes, da gibt es genug, Moment, ich hoffe, dass ich das schnell genug finde, genug Stimmen, die zu dem Buch wirklich, also Zeitschrift oder Zeitung US Today, Thomas Gold hätte es vielleicht schon längst satt, gegen Windmühlen zu kämpfen, wenn er nicht so viele zerstört hätte. Oder Nature. Was wäre, wenn Ihnen jemand sagen würde, dass die Ölkrise völlig falsch ist und dass die Kohlenwasserstoffe, aus denen Erdöl besteht, die Reservoirs ständig wieder auffüllen? Interessiert? Nun, Sie sollten dieses Buch lesen. Gold präsentiert seine Beweise gekonnt. Und so weiter. Oder vielleicht noch diesen Satz. Was auch immer der Status der Theorie des aufsteigenden Gases sein mag, viele von Golds Ideen verdienen es, ernst genommen zu werden. Physics World. Oder, ach, ja, noch besser. Von der GHK Company. Also ein Erdöl- und Erdgas erfahrener Mensch. Mein Wissen und meine Erfahrung mit Erdgas, die ich beim Bohren und Betreiben vieler der tiefsten und druckreichsten Erdgasbohrungen der Welt gewonnen habe, verleihen ihren Ideen, also ihren Mr. Gold, mehr Glaubwürdigkeit als die konventionellen Theorien über den biologisch-thermogenen Ursprung von Erdgas. Ihre Theorie erklärt am besten, was wir bei Tiefbohrungen tatsächlich angetroffen haben. Na, der muss es ja wissen. Oder Journal of Petroleum Technology. Das Buch heißt The Deep Hot Biosphere. Ne? The Deep Hot Biosphere scheint nun durch eine wachsende Zahl von Beweisen unterstützt zu werden. Oder Thomas Gold hat die Grundlagen der eingefahrenen konventionellen Modelle in Frage gestellt. The Deep Hot Biosphere ist offensichtlich eines der umstrittensten Bücher, die in der jüngeren Geschichte veröffentlicht wurden. Es wird sicher viele Debatten auslösen. Und wenn es sich als richtig erweist, wird es wahrscheinlich das Gesicht der Wissenschaft revolutionieren. Current Science. Oder von Professor Dr. Alfred Barth, die Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste in Paris. Thomas Gold ist einer der wenigen, die trotz der Angriffe der Mittelmäßigen mutig genug sind, wissenschaftlich unkonventionell zu denken. Sein Mut und seine originellen Ideen sind Lichtblicke am Horizont der Wissenschaft. Na, haben Sie Lust, meine Damen und Herren, Lust auf dieses Buch? Dann folgen Sie in der Videobeschreibung den Links und ja, da habe ich das alles, was ich eben schon angesprochen habe, nochmal dargelegt. Tja, für wen mache ich das? Für die, die schlafen? Nee. Aber wir sollten immer mehr wissen. Immer mehr. Denn irgendwann sind nur noch wir übrig, vermute ich ganz stark. Und dann wird es auf dieses Wissen mit ankommen. Und vielleicht kriegen wir noch was hin, ich sage immer, macht was, dass wir unsere Enkel noch bilden. Denn bei den Kindern scheint es oft vergebene Mühe zu sein. Na dann, ich wünsche euch einen schönen Jahreswechsel, falls wir uns nicht mehr hören. Alle guten Wünsche fürs neue Jahr. Es muss ein besseres neues Jahr werden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.